Heute ist der 25.03.1990. Wir sind hier am Start und Ziel bei Cultural Fashion. Letzte Vorbereitungen hier vor dem Start. Für die Fahrer der C-Klasse mit der Rückennummer 388, bitte noch einmal zur Rückennummer. Und hier auch der Helge Wolf. Bitte zur Rückennummer. Wenn du das so siehst, willst du am Anfang oder? Rudi! Wir haben für die Amateurklasse Werkprämien in einem Gesamtwert von 1600 D-Mark ausgefahren. In der ersten Hälfte der Raddistanz von ca. 160 Kilometern befindet sich also die erste Werkprämie bei Kilometer 50 in Malberg, bei Kilometer 65 in Harscheid. Die dritte Bergprämie an der Wasserscheide bei Kilometer 75 und die vierte Bergprämie am Weißenstein bei Kilometer 80. Ja, die Sonne ist jetzt rausgekommen. Und nochmal der Hinweis, alle Amateurfahrer müssen sich in die Einstreibendienste einschreiben, hier bei unserem Dach. An die Viehöfer. Die Mannschaftsbegleitfahrzeuge bitte langsam aber sicher ihre Plätze besetzen, Aufstellung. In der Lindenstraße für die Amateure, die Oberleitungsfahrzeuge und die Schlussfahrzeuge der A-Klasse der Radbundesliga bitte ebenfalls ihre Plätze einnehmen. Für die Junioren noch einmal der Hinweis, die Juniorenfahrer, die in die Wertung kommen, sollen auch für die sich noch mal melden, die sechs Fahrer des Rassenverbandes Baden, des Rassenverbandes Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen. Auch die Polizisten müssen sich ein bisschen stärken. Ja, und dann hoffe ich sehr, dass alle Fahrer das Reglement kennen. Die Fahrer der Radbundesliga, die also 15 Minuten hinter den Schlusswagen geraten sind aus dem Rennen. Die Fahrer, die also von der Rennjury aufgefordert werden, auszuscheiden, müssen ihre Rückennummern abmachen. Dann auf dem schnellsten Wege oder auf dem kürzesten Wege wieder zurück nach Köln kommen. Zum Beispiel hier Freistadt. Die internationale große Preis der Stadt Freschen wird also genau 15 Minuten gestartet mit der Radbundesliga, die heute ihr erstes Wertungsrennen um die Brüggelmann-Punkte, um den Brüggelmann-Cup hier ausfahren werden. Die Rennstrecke ist optimal zum Befahren, es sind keine Baustellen unterwegs. Könnte auch hier heute wieder ein super schnelles Rennen werden. Wir hoffen, dass sich alle Fahrer hier heute diszipliniert verhalten. Das heißt, während der gesamten Rennstrecke nur die rechte Fahrbahnseite benutzen und den Anordnungen der Oberleitung der Rennkommissäre Folge leisten. Es liegt in eurem eigenen Interesse, Jungs, auf der rechten Fahrbahnseite zu bleiben, denn ihr müsst immerhin mit Gegenverkehr rechnen. Und Folge der Radbundesliga in der Lindenstraße ordnungsgemäß von Fahrzeug 1 bis Fahrzeug 35 Aufstellung nehmen. Die Juniorenbegleitfahrzeuge in der Friedensstraße Aufstellung im Hintergrund immer noch aktiv. Einer der ältesten Radsportpioniere, Adi Viehöfer. So, und sollte ein Fahrer einen Ersatzsturzhelm hier haben, wir haben einen jungen Mann, der hat seinen Sturzhelm heute beim ersten Rennen vergessen und auch seinen Wettbewerb mitfahren kann. Da vom Wienerflug haben wir Heinz Kellner, auch ein ganz bekannter ehemaliger Rennfahrer und aus Berlin Wolfgang Schulze, ehemaliger Profi. Genauso wie von Opel Schüler Berlin, der mit Jaro Schemitz, dann aus Wiesbaden. Ebenfalls hervorragende Ex-Rennfahrer mit Bruno Sprenger und Jochen Werner. So geht es also weiter hier, wenn man das Programm durchliest. Vom Stützpunkt Bütgen, einer unserer jüngsten. Ja, das ist jetzt hier im Wagen. Wo war der junge Mann, den du auch haben wollte? Ist er gesund, nicht da?
Okay. Ja, ja. Hallo. Morgen, mein Freund. Fahrer Lena. Bitte die Fahrer der Amateurklassen, die jetzt kommen, bitte hinten anstellen. Ja, müsst ihr die Fahrer. Nee, der war Smooth, einer der Favoriten. 163 Kilometer langen Renndistanz werden diese Bergprämien ausgefahren. Bei Kilometer 50,4 die erste Bergprämie, Abnahme Malberg. Dieser Frühjahrsklassiker Kölnschau sprechen. Die beiden besten Deutschen dieses Rennens werden also ebenfalls nach Japan reisen. Also alles hier zur Verfügung stellen. Und dort aus, von der Strecke aus, werden wir dann Live-Kommentare hören. Hoffe ich jedenfalls von der Strecke, vom Renngeschehen in der Eifel. Aufstellung nehmen. 1,5 Minuten noch bis zum Start. Sehen. Hier die drei Musikanten drin. Und Ziel Erfolg. Es läuft Köln-Schuld-Frechen um den großen Preis der Stadt Frechen und natürlich um den Brüggelmann Cup. So, der Start ist erfolgt. Radio Tour gibt die offizielle Startzeit 10.40 Uhr. Um 10.40 Uhr ist der Start freigegeben. Das Rennen läuft. So, nun weise ich auf die Bergwertungen hin, die Sie beachten sollten. Und zwar bei Kilometer 50,4. Entschuldigung, ich melde mich gleich nochmal wieder. Vorbei. Ja.
Verwarnung und 30 Mark Geldstrafe. Was ist das für ein Auto? Das Feld ist total auseinandergerissen. 60, Lutz Lehmann, Charlottenburg, Berlin. Nummer 62, Ralf Schmidt, Charlottenburg, Berlin. Nummer 92, Thomas Bitz, Nürnberg. Nummer 101, Jürgen Dörr aus Regensburg. Nummer 120, Patrick Moster aus der Pfalz. Nummer 122, Ingo Moster, Pfalz. Nummer 151, André Klunker, Niedersachsen. Nummer 157, Sven Biermann, Niedersachsen. Nummer 181, Mario Hernig, HRC Hannover. Nummer 183, Norbert Heller, HRC Hannover. Nummer 180, Bernd Dittert, HRC Hannover. Nummer 340 in der Spitzengruppe, Uwe Preisler, Turbine Erfurt. Nummer 342, Ronald Rauch, Turbine Erfurt. Und Nummer 352, André Hans, RSG Leipzig. Das ist die 21-köpfige Spitzengruppe. Nochmals gebe ich Ihnen die 21-köpfige Spitzengruppe, allerdings nur in Nummern. Also vorne sind mit einem Vorsprung von 40 Sekunden bei Rennkilometer 25 die folgenden Fahrer. 13, 14, 20, 22, 24, 37, 50, 60, 62, 92, 101, 120, 122, 151, 157, 180, 181, 183, 340, 342, 352. Vor Enzen. Quatsch. Wochen satzfrei. Radio Tour meldet nochmal. Zurückgefallen aus der 21-köpfigen Spitzengruppe Nummer 342. Die Spitzengruppe besteht also aus 20 Fahrern. Seit 11.29 Uhr bei Kilometer 32 oder 33, Entschuldigung. Gehen wir der letzten Gruppe. Wir befinden uns hier bei Arloff. Gruppe sind und die vierte Gruppe vorbeilassen. Genauso hinter die Materialfahrzeuge.
Ciao. Der Motor vorbei an dem Auto. Aber wir kommen in dem Aufstich jetzt gleich, in der Übersalmung. Das ist auch, das ist das, warum ich dir immer sage, da braucht man sich ja nicht betäubt zu sein, wenn man Bundeswehr hat. Die Kosten sind jetzt gleich hoch. Ja? Das wird ungemein viel mehr auflaufen, wenn man das hier. Wir beholen also jetzt hier diese große Gruppe. Und im Auto noch vorbei. Rudi. Rudi. Da haben wir die Spitze. Der Otto war dabei. Otto, Matwef und Schumacher. Auf
seht ihr, 29. Wir dürfen. Schön aus sind wir hier. Bitte stehen bleiben. Das Rennen ist über 3,5 Kilometer lang. Vielen Dank. Ja, schön. Ich hab gedacht 163. Fährt vorne raus. Ja. Der Otto! Der Fahrer, der vorhin weggefahren war. Berliner. Schmidt, nicht Lehmann war das, der die Bergwertung hier gewinnt. Wasserscheide? Vielleicht das Schneetreiben hier? Ja, jetzt machen wir sie hier, die Wasserscheide runter. Man sieht, ganz schön schnell. Wir haben 90 Sachen zurzeit. DDR 60, Lutz Lehmann, Charlottenburg, Berlin. Nummer 62, Ralf Schmidt, Charlottenburg, Berlin. Nummer 181, Nummer 181. Das ist Mario Hernig, HFC Hannover. Und Nummer 352, André Hans, BSG SG Leipzig.
Zwei DDR. Hey, sie ist frisch am Rasen, die Jungs. Das ist den Jungs ja Wetter, was? Ja. Von hier aus fahren direkt zur Niedersachsen-Rundfahrt. Da war nicht. Von hier aus dann zur Niedersachsen-Rundfahrt, ne? Jo. Aber mal mit Spikes. Ja. Immer der Streik. Ja, wer schreibt? Radio 2 nochmals an die Fahrzeuge, die hinter uns sind. Im Augenblick durch Berlin. Zweiter wurde Nummer 181, Mario Hernig, HRC Hannover. Dritter wurde Nummer 13, Kai 100 Mark, Olympia Dortmund. Und vierter wurde Nummer 3, 52, André Hans, BSG Leipzig. Das war die Bergwertung. So, wir nehmen es also hier Schuld, beziehungsweise sind schon in Schuld. Zurückgefallen aus der fünfköpfigen Spitzengruppe ist 352. André Hans, er hat jetzt einen Abstand von 150 Metern zur Spitzengruppe. Ist zurückgefallen, 150 Meter liegt er hinter der Spitze. Da ist die Bergwertung in Harscheid. André Hans ist zurückgefallen und kämpft sich wieder ran. Hat schon gerade den 212 reingetan. Da vorne hier auch. Ich hoffe, dass er nochmal hinkommt. Trotzdem auch Gegenwind. Schneit wieder.
Das war ein weißer Stein hoch. Die Unterschiede zwischen Hobbyfahrer und Rennfahrer. Ist es in Libyen gekommen? Das ist eine von der Außenkamerad. Ja, ja, den Ägypter Mube aller arabischen Staatschefs und Monarchen aus. Also der hört nicht zum Rennen, aber er fährt tapfer wie ein Rennfahrer. Die Freien Demokraten des Südbaden ziehen mit dem Panamerikanischen Fester! Abgeholzte Wald hier vom Wind. Unser Programm? Im ersten aus Mainz, SWF 1, Liederleute, Landschaften mit der SWF. Fliegenkontrolle hier. Links ran, ist ja, alles bleibt stehen. Okay. Kein Problem.
Schumacher wurde wieder eingeholt. Raimund Lehnert von Dortmund ist vorne mit 150 Meter Vorsprung. Hinter Mellerhöfe hat sich nun eine 40-köpfige Spitzengruppe gebildet, die nun dem Ziel entgegenstrebt. Ah, jetzt sind sie aber schon brav. Frage von der Nummer 120. Attackiert in dieser großen Spitzengruppe. Zurzeit 55 Kilometer schnell. Dass ich vom Führungsfahrzeug viel Informationen bekomme, um Sie hier im Tross auch entsprechend informieren zu können. Wieder weg, weg. 1, 2, jetzt 3, wird montiert. 4. 4 Fahrer einzeln. Wieder folgen Attacken vorne. Das Hauptfeld liegt 200 Meter hinter dieser Gruppe. Sachen fahren die. Berg auf. Aus Leipzig und es folgt Nummer 92. Nummer 92. Ist das nicht der Typ, der am Berg ist? Der am Berg, wo wir beigefahren sind, der so gelacht hat. Das ist der. Der hat sich erholt. Ja, der hat sich erholt. Die anderen nehmen die beiden hoch. Nummer 62, Ralf Schmidt, Charlottenburg, Berlin. Der fährt sehr stark. Ralf Schmidt, Charlottenburg, Berlin. Und 95 ist mit dabei. Nummer 95, Holger Duwe aus Nürnberg und 181, Mario Hernig. Der Nürnberg ist alleine. Ja. Der DDR-Mann, der pass auf, du. Guck das mal an. Der fährt der wieder hinten ein hartes, ein spannendes Finale. Hätte abreißen lassen bei den Bällen. Ist jetzt eine sechsköpfige Spitzengruppe vorne. Noch die anderen Verfolger. Noch 10 Kilometer zum Ziel. Nach. Ein tolles Finale hier bei Köln Schuld-Frechen beim ersten Bundesliga-Rennen um den Brüggelmann Cup. Vorne. So werden wir also hier begleitet. Kriegen Platz gemacht. Noch nicht. Vorne von den Fahrzeugen erhalte. Wenn dann mal schwerst du uns mal bitte, der KV hinten, den KV umstelle, ja, sonst
Sonst lassen Sie bitte am Ziel raus. Ja. Ich lasse euch am Ziel raus. Ja. Zu anhalten. Sechs Fahrer Spitze. Bei widrigen Wetterverhältnissen hier durchhalten, durchkämpfen müssen, die Zähne zusammenbeißen müssen. Die Polizei hat wiederum hervorragend mitgearbeitet. Das muss man hier ohne weiteres mal sagen. Der Polizei recht herzlichen Dank. Wunderbar, die Eskorte. Und dann kann ja nicht schief gehen, wenn die sechs Spitzenreiter jetzt hier hineinkommen. Ein Fahrer hat sich hier etwas absetzen können. Eieiei, noch einmal. 100 Meter Vorsprung. Und die Hände am Lenker lassen. Und das ist der Sieger, die 352 aus der DDR. Dann die 62. Alles klar. Auf dem zweiten Platz haben wir die Rücke Nummer 62. Das ist der Fahrer Rauf Schmidt aus Berlin, der heute ein großartiges Rennen gefahren hat und einen hervorragenden zweiten Platz belegen konnte, der mehrere Bergwertungen hat gewinnen können. Er ist also heute hier ganz hervorragend dabei gewesen. An dritter Stelle dann die Rücke Nummer 14, Raimund Lehnert von Olympia Dortmund. Und hier eine weitere starke Gruppe. Jawohl, sie haben alle gut gefahren, gut durchgehalten und sie haben sich hervorragend geschlagen. Bei diesem Wetter, bei dieser Renndistanz von 180 Kilometer. Sind wir wieder, die Auerrennfahrer, ey! Schön! So, und wir warten noch auf die restlichen Fahrer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was machst du denn hier? So, kann ich gleich mit dem Sieg sagen. Geh mal vor. So, komm. Also, komm. Hier kommen die abgeschlagenen Fahrer. Bis jetzt nur. Bis jetzt nur. Da müssen wir noch ein bisschen Zeit lassen. Platz machen hier. Die Aufnahmen geben doch nichts. Keiner ist Küster mit Hund. Komm doch 60 Stunden! Bitte erstmal Kopf frei machen. Da kommt nämlich noch Fahrer. Die Zuschauer bitte etwas frei machen. Keine Hektik. Machen wir schon. Eine große, breite Gasse machen. Da sind ja noch viele Fahrer unterwegs. Es gibt ja auch noch die Mannschaftswertung, die ausgerechnet werden muss. Alle sechs Fahrer, die ebenfalls das Rennen hier großartig beenden können. Okay, Herr Lehrer, wissen wir ja nicht, Liga steht hier schon etwas warm. Berlin war in allen Direktwertungen der Herrscher, das ist der junge Mann hier in der Mitte. Auch ihn werden wir gleich hier zu diesem großartigen Erfolg gratulieren können. Raimund Lehnert, letztes Jahr Zweiter. In diesem Jahr Dritter, herzlichen Glückwunsch. Und ein klein bisschen Platz da drüben machen. Ein klein bisschen Platz. Da kommen nämlich noch zwei, drei Fahrer. Vorsicht. Zweiter Platz. Ein weiterer Fahrer aus Berlin, Charlottenburg, Berlin, Rauf Schmidt, der heute einen unheimlich guten Eindruck hinterlassen konnte. Ihn doch der Bundestrainer sicherlich besonders getraut hat. Und Raimund Lehnert, drin wir noch und jetzt kennen wir alle schon, Nationalfahrer, einer der besten Zeitfahrer Deutschlands. Einer der erfolgreichsten der Mannschaft von Olympia Dortmund wird Dritter, im letzten Jahr Zweiter. Vielleicht wird ihm irgendwann der große Wurf gelingen. Euch Jungs, herzlichen Glückwunsch. Toi, toi, toi. Und Herr Stommelen wird also hier den Bergpreis überreichen. Das ist also auch Alf Schmidt, der ebenfalls hier auf dem zweiten Treppchen steht, der diesen Pokal hier bekommt. Und bitte vorsichtig noch hier drüben. Da kommt also noch eine Gruppe mit etwa 10 Fahrern. Lassen Sie die Jungs bitte hier durchfahren, die müssen alle noch in die Wertung hinein. Vorsicht, Vorsicht! Doch, Vorsicht, noch ein bisschen Platz. Klein bisschen Platz lassen noch. Alle müssen durchfahren, alle müssen sich auch noch ausschreiben. Bitte alle noch zur Ausschreibkontrolle kommen. Bei der Schule.
Schule direkt hier vorne.